Hallihallo. Ich hab dich im Auge. Ja, und ich dich denn. Herzlich willkommen zurück zu Abschutzzockt Uncharted The Lost Legacy. Hier mit Nadine unterwegs, ich bin der Rob und ja, ich zock das Ganze mit euch. Wer es zum ersten Mal sieht, ihr könnt alle Videos noch einmal unten in der Infobox finden. Einfach auf die Playlist mit den Uncharted-Folgen klicken. Gut, wir machen weiter, wir nähern uns dem Finale. Irgendwo hier ist Asaf. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Irgendwie erinnert mich das Ganze so ein bisschen an Lara Croft und Tomb Raider. Wer es noch kennt? Wir können rüberschwingen. Ja. Können und wollen sind so zwei unterschiedliche Sachen, Nadine. Oh Gott, das war knapp. Es sieht ganz danach aus, als müsste ich hier wieder tauchen. Ich weiß nicht. Ja. Und das mit dem Sauerstoff mussten wir ja schon feststellen, dass das nicht ewig geht. Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Willkommen. Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Ach du heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffentlich ist es. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ich wollte es gerade sagen. Shit, mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Oder er findet uns. Ihr kennt das ja, ich schaue mich erstmal um. Ob es irgendwo hier noch was Wertvolles gibt. Anscheinend nicht. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Bin gespannt, was sie noch gegen uns einzusetzen haben. Wir hatten jetzt schon dieses gepanzerte Fahrzeug, dann die Juggernauten. Ah, das sieht schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas Hals auf. Das ist Vasuki, ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaube, ich habe keine Lieblingsschlange. Was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Okay, wir können jetzt mal auf die Hand springen. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Bin ich echt gespannt. So langsam wird es wirklich hier kompliziert. Okay, ich kann jetzt auf den Arm drauf.
vorne ist noch eine Kurbel. Ja, aber hier ist noch was. Halt dich fest! Och, verdammt! Ihr habt's ja gesehen. Da hat was geleuchtet. Da unten drin. Yeah. Und wir wären ja keine Schatzjäger, wenn wir sowas liegen lassen. Gut, ab zum nächsten Kurbelrad. Es geht wieder darum, ein Rätsel zu lösen. Tja, nun? Okay, ich sollte mich beeilen. Warum? Ach, sag bloß, hier läuft eine Zeit ab. Bin ich denn jetzt gelandet? Ey, was? Das war doch gar nicht so hoch. Aber was passiert dann? Warum tickt die Zeit? Okay. Alles klar. Das gibt's doch gar nicht. Leute, es tut mir ehrlich leid. Aber ich muss eben erstmal herausfinden, worum es dann hier geht. Man muss da hoch. Eigentlich könnte ich auf den Arm springen. Wenn ich wüsste, wie. Nicht? Oh, ach, Gottes Willen. Dass es da nicht runtergeht, haben wir jetzt gesehen. Hier geht es scheinbar auch nicht runter. Aber der Arm hat das da geöffnet. Hoch. Alles klar. Vermute ich mal. Springen Sie zum Dreizack. Ja, das habe ich doch jetzt die ganze Zeit probiert, oder? Ja. Ha, der Nadine müsste uns mal helfen. Okay, von wo? Alles klar, jetzt. Es tut mir leid. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nee, lauf. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Festhalten. Chloe. Wollen die mich verarschen? Was
Hause zerstört. Ja, und wie soll ich jetzt darüber kommen? Liebe Miss Fraser? Alles klar. Na, da holen wir nochmal richtig Schwung, oder? Aua! Ah. So, nochmal zurück. Und jetzt, Ali Habala! Bin gleich unten. Hä? Und wie? Genau so. Uah! Hä? Gut gemacht. Danke. Okay, bin echt gespannt, was das Wasser jetzt bewirken soll. Müssen wir, denke ich mal, hier drüben wieder irgendwas aktivieren. Also vermute ich mal. Ob es jetzt die gleiche Reihenfolge nochmal ist? Dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Dann mal los! Na los, spring zur Trommel! Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh Scheiße, es geht los! Festhalten! Okay, das ging dann schon ein bisschen einfacher. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Wunderbar. Da hätten wir einen Durchgang, okay. Von einem Arm zum anderen. Aber Nadine ist halt auch gleich hier reingelaufen. Aha. Was das? In einem Moment wissen wir mehr. Okay. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Okay, meine Freunde, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Liebe Grüße, euer Rob.